Offiziell präsentiert von der EVA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Geko Ammunition und VfG Weapon Care. Moin und Waldmannsheil von der EVA 2023, hier immer noch am Stand von Victrix. Die letzte Section muss ich jetzt solo hier vor der Kamera vorführen, aber es ist überhaupt kein Problem, denn ich habe mich mittlerweile sowas von vertraut gemacht mit den gesamten Produkten, dass das ein Selbstläufer ist. Wir wollen uns anschauen, die Produktline, die unter dem Namen Roam zu finden ist. Also die gesamte Accessory-Line, die sozusagen von Victrix mit den Waffen über Chassis etc. nicht abgedeckt wird, sondern dann eben das gesamte Zubehör betrifft. Das sind, und da bin ich mittlerweile wirklich beeindruckt, was da zusammengekommen sind, das sind Magazine, das sind Montagen für Zielfernrohre in allen gängigen Standards, das ist sogar ein NV-Hood für das Schaftsystem, Gewichte kommen dazu und zwei Beine. Die schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Was mich dabei besonders beeindruckt ist, dass wirklich alles aus einem Haus kommt. Sprich, auch wenn es zwei Namen sind, unter denen das veröffentlicht wird, es wird alles in-house gefertigt und aufeinander abgestimmt. Und damit hat man in der Zubehörline einfach eine nicht nur hundertprozentige Passform zu dem Ganzen, sondern tatsächlich, wie ich finde, auch designmäßig eine schön abgestimmte Kombination, die Waffe mit entsprechendem Zubehör zu kombinieren und natürlich immer die Gewissheit, dass man weiß, es passt alles zueinander. Denn gerade im PRS-Bereich, so wie hier für die Venus Pro im Speziellen angedacht, gibt es natürlich immer den Wunsch auf Individualisierung. Das heißt, ich möchte meine Waffe nach meinen Vorstellungen ausbalancieren. Ich kann mich hier mit zusätzlichen Gewichten versorgen und meine Waffe auf das Level bringen, was ich für meine Schießtechnik haben möchte. Zubehör, auch im PRS-Bereich, wenn man wirklich mal die Waffe hier vorne greifen möchte, funktioniert einwandfrei und alles aus dem eigenen Haus. Wir werden hier gleich nochmal ein paar Schwenks mit einblenden über das gesamte Sortiment, was es an Zubehör gibt. Denn es ist mittlerweile so viel geworden, dass wir es gar nicht hier alles auf den Tisch packen können, sondern ich konnte euch einfach hier nur mal exemplarisch zeigen, was grundsätzlich möglich ist und grundsätzlich zu finden ist. Ein ganz wichtiger Bereich dabei ist noch, alles, was hier vorne an die Mündung kommt, sprich Mündungsbremsen bis hin zu Schalldämpfern und sogar Schalldämpfercover, alles aus der hauseigenen Produktion unter dem Namen Roam Accessories zu finden. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut bei Victrix auf die Website, schaut bei Roam oder schaut einfach mal bei dem deutschen Vertriebspartner bei der Reimer Johansen GmbH vorbei. Da kann man euch im Detail Auskunft zu den einzelnen Produkten geben. Und ihr könnt euch zusammen mit Dirk von Reimer Johansen das passende Setup zusammenstellen. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei Victrix, dass ich hier am Stand sein durfte, all diese tollen neuen Sachen kennenlernen durfte. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Schaut weiterhin fleißig unsere Messeberichterstattung hier auf Low Ready Media. Like das Video und wir sehen uns im nächsten Beitrag.